Ned und sie begegnen sich immer wieder und verfolgen sich mit Blicken. Cut auf Melanie Böhni, welche aufgeregt telefoniert. Cut auf Wendler, die unruhig schläft. Cut auf Party. Wendler stellt sich ans Mikrofon und versucht, etwas zu sagen. Sie stockt und sagt schließlich langsam und leise, dass sie bald abreisen wird. Alle sind schockiert. Sie geht raus, Ned folgt ihr. Im Schnee fällt er ihr weinend in die Arme und sie beschließen, wortlos zu heiraten. Daran sieht man natürlich, dass Ned, obwohl er seine Umgebung verachtet, trotzdem in gewissen bürgerlichen Rastern gefangen ist. Und man soll sich nun fragen, ob es schön, romantisch ist, dass sie heiraten, oder zeigt, dass auch die beiden Rebellen in den Zellen der Bourgeoisie gehalten werden. Diese Ambivalenz gehört zum Film. Cut auf Soho House, Verlobungsparty. Champagner, Kaviar, Riesenbuffet, reiche Gäste. Ursula kokst in ihrem Arbeitszimmer. Cut, sie hält fokussiert eine geistreiche und flammende Rede auf ihren Sohn. Das Paar sitzt Hand in Hand da. Melanie Böhni raucht Marlboro Gold und beobachtet. Das war Pitch Nummer 8. In Pitch Nummer 9 treten wir ein in die magische Welt der Seldwyla Fashion Days und hören von Wendlers Entlarvung. Pitch Nummer 9. Die Seldwyla Fashion Days beginnen. Laute Musik. Die Goldacher fahren mit großen Partywagen à la Street Parade los. Jeder Wagen ist einem anderen Designer gewidmet und trägt eine Inschrift. Future, Ecstasy, Eternity, Fortuna. Das Paar fährt zuvorderst mit. Drohnenshot von dem prächtigen Zug. Hier braucht es vielleicht eine kleine Beschreibung der Seldwyla Fashion Days, diesem Gemisch aus Karneval in Rio, Bierfest, vulgärer kommerzieller Cosplay-Convention, aber eben auch Haute Couture-Schickeria-Event und keinem freien Sponsorenanlass eines Automobilkonzerns in hellem Licht, bei dem man auch rauchen darf. Ja, wie schön ist doch das Rauchen in hell erleuchteten Autohäusern. Anlässe, bei denen biederer Smalltalk schlagartig wechseln kann in wilde Orgien. Genau so ist es. Und das Ganze ist entstanden aus der ökonomisch klugen, aber doch irgendwie zwinglihaften Zusammenlegung aller Festivitäten Seldwylas. Und dafür springen wir kurz in den ersten Entwurf des Drehbuchs. Eine Kamerafahrt über das Seebecken. Es ist Nacht. Überall sieht man Lämpchen leuchten, unter anderem feuerwerkshafte Lichtpünktchen in Millionen von Farbschattierungen, die wolkenhaft wie Vogelschwärme durch die Nacht fliegen und schimmerndes Licht auf die Villen, Schrebergärten und Wolkenkratzer werfen. Das sind die unterschiedlichen, von diversen Sponsoren finanzierten Drohnenfeuerwerke, eines der berühmten Highlights der Seldwyla Fashion Days. Von Weitem sieht man mehrere gewaltige Menschenansammlungen. Sie wogen auf und ab in den Klängen elektronischer Musik. Ein Kaleidoskop von Farben. Die Schiffe auf dem See heben sich in der Dunkelheit ab. Auch sie erstrahlen in bunten Lichtern artifizieller Moving Lights. Die Berge, an deren Fuß Seldwyla liegt, werden von den Booten aus mit lichtstarken Beams illuminiert. Bunt flirrende, silbrig-goldene Projektionen. In den Blitzlichtern der Explosionen erkennt man eine moderne Seilbahn mit bunten Gondeln. Wenn es einen Stanley Kubrick-Moment gibt in diesem Film,
dann ist es dieser.